Ja, eine Runde von Top-Politikern hier. 4 aktuelle Fraktionsvorsitzende und 2, die vielleicht nach der Bundestagswahl Fraktionsvorsitzende werden wollen oder werden können. So könnte es dann aussehen im neuen Bundestag. Wie fühlt sich das an? Wer will antworten? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Die halten das tatsächlich aus. Gut, dann kommen wir zu unserem ersten Thema. Die Steuern. Die Steuern sprudeln wie nie, weil es eben der Wirtschaft gut geht. 20 Sekunden Zeit, darauf möglichst konkret zu antworten, ungestört zu antworten. Die Diskussion dazu gibt's später. Also, die Frage heißt, was sieht der Bürger von diesem Überschuss? Und bei der ersten Frage geht's mit Herrn Kauder los. Nun, er sieht auf jeden Fall mal verstärkte Investitionen in die Infrastruktur. Wir haben angekündigt, dass wir die Steuern um 15 Milliarden senken wollen und dass wir den Solidaritätszuschlag in mehreren Stufen abschaffen wollen. Herr Oppermann, auch Sie, 20 Sekunden. Was sieht der Bürger von dem Überschuss? Von diesen 6 Milliarden sagen wir Vorrang für die Investitionen. Wir haben einen Investitionsstau in Deutschland. Wir müssen investieren in eine Infrastruktur, in schnelles Internet, vor allen Dingen aber in Bildung. Und das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Denn wir müssen der nachfolgenden Generation nicht nur einen soliden Haushalt, sondern auch eine intakte, moderne Infrastruktur übergeben. Klingt so ein bisschen nach großer Koalition wieder. Frau Wagenknecht, was sieht der Bürger von den 6,2 Milliarden, die Schäuble Überschuss hat? Ja, da wir relativ wenig mitzureden haben in der Frage, was er davon sieht, sieht er auch nicht viel davon. Also ich fand das sehr bezeichnend, dass Herr Oppermann und auch Herr Kauder davon gesprochen haben, dass mehr investiert wird. Die Realität ist eine andere. Der Anteil der staatlichen Investitionen geht immer mehr zurück an der Wirtschaftsleistung. Wir haben ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem. Wir haben katastrophale Zustände in vielen Pflegeheimen und Krankenhäusern. Da sollte das Geld wirklich investiert werden. Frau Göring-Eckardt für die Grünen. 20 Sekunden. Was sieht der Bürger? Das Geld muss investiert werden, das ist das Entscheidende. Und zwar in erster Linie in marode Schulen, die wir Land auf Land ab haben. Es muss investiert werden in anständige Kindertagesstätten, in Integrationsprogramme und in Wohnungen. Wir haben immer noch sehr viele Menschen, die ihre Miete nicht bezahlen können. Und wir haben viel zu wenig sozialen Wohnungsbau. Das führt dazu, dass sich viele abgehängt fühlen. Herr Lindner, Sie kennen die Frage. Was sagt die FDP? Naja, es ist ja bemerkenswert, dass echte und schnelle Entlastungen von niemandem bisher angesprochen worden sind. Die Wahrheit ist doch, der Staat muss immer seinen Aufgaben gerecht werden und er muss investieren und er kann das auch. Er hat Rekordeinnahmen. Jetzt muss man einmal erkennen, dass die Balance von Bürger und Staat aus dem Lot geraten ist. Also Soli abschaffen, Mitte der Gesellschaft entlasten. Wann, wenn nicht jetzt? Steuerüberschuss, über 6 Milliarden. Was sieht der Bürger davon? Was sollte er sehen, Frau Petri? Na, wir würden es gerne entscheiden. Wenn wir im Bundestag sind und Entscheidungen dazu treffen können, dann möchten wir in der Tat vor allen Dingen die entlasten, die am meisten belastet sind. Das sind die Familien. Wir möchten das Geld den Familien zurückgeben. Wir fordern, wie schon lange in der Politik diskutiert, das Familiensplitting. Und ansonsten gehört die kalte Progression abgeschafft. Waren noch 2 Sekunden übrig, aber niemand muss ja alle Sekunden mitnehmen. So, jetzt haben wir einen kleinen Überblick über die Statements. Ich muss was zur Klärung nachfragen. Sie investieren, Herr Kauder, Herr Schäuble will aber Schulden zurückzahlen. Das ist Ihr Finanzminister. Haben Sie gar nicht erwähnt oder habe ich das überhört? Nein, nein. Ich habe zunächst einmal die großen Schwerpunkte auch für die nächsten Zeit gesagt. Und wir wollen auch, dass Schulden zurückgeführt werden. Bei den Investitionen jetzt noch oben drauflegen, macht wenig Sinn, nachdem die Investitionsmittel nicht einmal abfließen, weil die Planungskapazitäten nicht ausreichen. Und ich finde, es ist ein völlig richtiger Weg zu sagen, investieren, Steuern senken. Und aber auch, wenn es möglich ist, wie es jetzt ist, die Schulden auch zu reduzieren. Wann immer es möglich ist, sagen Sie Steuern senken. Der bayerische Finanzminister Söder von der CSU, Sie vertreten ja CDU und CSU hier heute Abend, wir haben ja die Fraktionsvorsitzende hier, der hat gesagt, jetzt Steuern senken, der Überschuss ist erwirtschaftet, möglichst noch vor der Wahl. Das bayerische Kabinett hat aber ganz anders beschlossen und unterstützt den Kurs von Wolfgang Schäuble. Und damit sehen Sie Herrn Söder ein- oder ausgebremst? Auf jeden Fall vertritt er nicht die Position der bayerischen Regierung.
Also bei uns ist die Situation klarer, Herr Plasberg. Wir sagen ganz klar, diese 6 Milliarden Euro Überschuss sollen investiert werden. Aber für die nächste Wahlperiode geht es natürlich auch darum, die mittleren und unteren Einkommen zu entlasten. Wir wollen keine Steuerreform mit der Gießkanne, sozusagen, die auch die Großverdiener betrifft, von der sie profitieren. Das ist überhaupt nicht nötig. Wir wollen diejenigen entlasten, die das am meisten brauchen. Das sind die Familien. Wir sind für einen Familientarif in der Steuer, der dazu führt, dass Familien entlastet werden, völlig unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht verheiratet sind. Darauf kann es nicht ankommen. Wenn sie Kinder haben, müssen sie entlastet werden. Wenn ihr das wollt, warum macht er das nicht jetzt? Also es muss ja die Frage erlaubt sein, wenn die Opposition im Deutschen Bundestag das schon nicht macht, muss die Frage doch erlaubt sein, warum vor den Wahlen die CDU-CSU dreimal eine Steuersenkung angekündigt hat, vor den letzten drei Bundestagswahlen, die nicht gekommen ist. Und auch jetzt beide Parteien der Großen Koalition trotz eines Haushaltsüberschusses nur von Entlastungen nach dem Wahltag sprechen. Wenn ihr glaubwürdig sein wollt, dann müsst ihr in diesem Jahr damit anfangen. Wir haben jetzt die Inflation, die zurückkommt, Krankenversicherungsbeiträge steigen, der Staat schwimmt im Geld und bei den Bürgern wird es knapper. Jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, den guten Worten Taten folgen zu lassen. Herr Lindner, Sie wissen ganz genau, dass das Gerede vom der Staat schwimmt im Geld natürlich an ganz bestimmten Konditionen hängt. Also, dass es überhaupt einen Überschuss gibt, hat ganz unmittelbar mit der Zinspolitik von Herrn Draghi zu tun. So ist es. Und darunter leiden die Bürger. Ja, aber genau deswegen wollen wir das ja vielleicht nicht in alle Zukunft sofort schreiben. Also, wenn man jetzt schöne große Steuersenkungen pauschal macht, dann hat man in relativ kurzer Zeit wieder hohe Schulden. So, wenn sich die Zinsen endlich normalisieren. Und ich finde das Zweite, was ich auch entscheidend finde, ich will gar nicht nur über diese 6 Milliarden reden. Wenn wir über Entlastungen reden, und ich finde, Entlastungen sind dringend notwendig, wenn ich mir angucke, dass inzwischen 80% des gesamten Steueraufkommens aus der Lohnsteuer und aus den Verbrauchssteuern kommt, dann ist klar, die arbeitende Mitte und die Ärmeren als Verbraucher zahlen den größten Teil der Steuern. Also wenn wir endlich eine Politik hätten, die den Mut hätte, Konzerne ordentlich zu besteuern, große Vermögen zu besteuern, dann könnten wir entlasten und trotzdem in Bildung, in Krankenhäuser, in viele andere Dinge investieren. Und das ist doch das, was eigentlich notwendig wäre. Und ich frage mich, warum das nie gemacht wird und leider sich eben auch die SPD dafür entscheidet. Ich will mal darauf hinweisen, einen Satz. Auch wenn wir in postfaktischen Zeiten leben, möchte ich darauf hinweisen, dass wir die kalte Steuern. Wir wollen heute Frau einmal versuchen, Wagenknecht, mehr Ausreden zu lassen. Ich falle Ihnen auch nicht ins Wort, würde darum bitten, dass Sie es bei mir auch nicht tun. Da kommen wir gut miteinander aus heute Abend. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir bei der kalten Progression etwas getan haben, Steuer gesenkt haben. Wir haben ein ganz klares Programm. Und mit Steuersenkungen, Herr Lindner, wird nicht jede Partei wirklich glücklich. Wer kann den Begriff kalte Progression in 3 Sekunden? Herr Lindner, Sie schreiben Sie in unser Wahlprogramm. Wer kann den Begriff kalte Progression, der wird ja so selbstverständlich geworden, dass man sich schon gar nicht mehr traut nachzufahren. Wer kann den in einem Satz erklären? Staatlicher Lohnklau. Wenn Einkommenszuwächse durch Inflation aufgefressen werden, beziehungsweise wenn man in eine höhere Steuer in einen höheren Steuertarif kommt, zahlt man dann mehr Steuern. Und das meiste von dem Einkommenszuwachs wird dann weggesteuert. Und das ist auch nicht in Ordnung. Das trifft vor allem Facharbeiter in der Mitte der Gesellschaft. Wir etwas dagegen getan. Ich finde, dass insgesamt die arbeitende Mitte steuerlich zu stark belastet ist. Wenn wir eine Steuerreform machen, dann müssen wir B- und Entlastungen so justieren, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, steuerlich stärker belastet werden. Frau Göring-Eckert hat das Wort. Erstens wundere ich mich über Herrn Lindner, weil ich dachte immer, die FDP will finanzpolitisch so seriös sein. Jetzt sagen Sie, wenn jetzt 6 Milliarden da sind, dann machen wir eine Steuerentlastung. Und jeder weiß, dass das im nächsten Jahr vermutlich nicht mehr so sein wird. Und deswegen wird man nicht jetzt eine Steuerentlastung machen können, die für immer gilt oder für die nächsten Jahre gilt, wegen einen Überschuss jetzt. Aber was mich noch mehr wundert... Entschuldigung, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Kann man dann überhaupt noch mal Steuersenkungen machen? Das kann man. Und was mich besonders wundert, ist, dass die beiden Herren von der Großen Koalition in so einem Wenn-Dann-Modus sind. Wer regiert eigentlich gerade dieses Land? Das finde ich wirklich absurd. Ich finde ja in der Tat, man muss Entlastung machen, und zwar für die kleinen Leute, für die Leute, die arbeiten, die jeden Tag arbeiten gehen und die nichts sehen von dem, was gerade an staatlichem Geld da ist. Und die sehen keine Investitionen, weil den Schulen geht es nach wie vor dreckig. Die sehen nicht, dass die Straßen anständig saniert werden. Die sehen das alles nicht.
Und wenn Sie heute mit jemandem, den Eltern von einem Kind, wo die nach Hause kommen und sagen, ich habe mir heute wieder nicht getraut, aufs Klo zu gehen, weil das so eklig ist, wenn Sie denen sagen, aber wir haben ein paar Euro mehr Kindergeld durch Ihre letzten Reformen, dann stellen die sich natürlich hin und sagen, wie absurd ist das eigentlich? Aber das ist vor allem in NRW so und da regieren Sie. Nee, das ist nicht vor allem in NRW so. Sie sind doch in der Pflicht, Sie wissen, also in vielen Schulen in diesem Land dafür zu sorgen, dass das Geld anständig ausgegeben wird und dass sie nicht immer nur im Vorhabenmodus sind. Wir haben obszönen Reichtum in diesem Land. Auf der einen Seite, Herr Oppermann, da müssen wir auch Sie noch mal angucken. Mich wundert das schon sehr mit Herrn Winterkorn. Da ist ja tatsächlich auch ein Unternehmen beteiligt, wo die SPD... Ich meine, bei der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen. Ja, da, leider sind wir da nicht beteiligt. Als Grüne hätten wir ja gerne gemacht. Aber dass der Mensch mit einem obszönen Reichtum, wir bezahlen faktisch für Herrn Winterkorn die Heizung des Koi-Karpfen-Teiches. Und dass an solche Dinge nicht herangegangen wird in Ihrer Regierungszeit, das wundert mich doch sehr und auch unter Ihrer Aufsicht. Wir hatten dazu ich möchte nur, dass Sie lesen auch Bild-Zeitung, habe ich gesehen. Der Koi-Karpfen-Teich, wenn Sie nur sagen, wir finanzieren den, womit finanzieren Sie den mit? Sind Sie VW-Aktionärin? Nee, ich bin nicht VW-Aktionärin, aber es ist natürlich ein Bundesland daran beteiligt an VW. Und das heißt, es gibt eine Aufsicht und es ist zu großen Teilen beteiligt. Und insofern ist das natürlich auch in staatlicher Verantwortung. Das meine ich damit. Und ich finde, was wir auch natürlich haben, ist eine Verantwortung dafür, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert und dass wir Gesetze machen, dass solche extrem reichen Obszönitäten nicht mehr weiter. Wir sind immer noch bei dem Geld, nämlich jetzt Steuer entlasten. Kann man das tun? Wann kann man es tun, Frau Petri? Naja, getan hätte es schon lange werden müssen. Und es ist wieder mal typisch, wenn Bundestagswahlen anstehen, dass plötzlich vermeintliche Steuergeschenke verteilt werden. Das kann man ja aus der Lage ihrer Parteien durchaus verstehen. Sie haben alle noch mehr zu verlieren im Gegensatz zur AfD. Aber dann lassen Sie uns doch mal über die Zahlen reden, die allein der Bund, Herr Kauder, Herr Oppermann, durch die Zinsersparnis aktuell spart. Und da reden wir nicht über 6 Milliarden, da reden wir über 40 Milliarden jährlich. Wo sind denn also die verbliebenen 34 Milliarden? Und schauen wir hin, wo Bund und Länder Geld hingezahlt haben in diesen Jahren und in den kommenden Jahren aufgrund der katastrophalen Migrationspolitik ihrer Regierung und vorangegangener Regierung zahlen müssen. Und da wird das Ganze wieder zu einer Verschaukelung des Bürgers. Das Problem ist viel zu ernst. Und dass Sie jetzt die Familien anbringen, auch mal wunderbar, kommen Sie relativ spät drauf. Wir haben seit Jahrzehnten ein demografisches Ungleichgewicht. Und die Diskussion um das Familiensplitting, die ist nicht ganz so alt, aber fast so alt. Und jetzt vor der Wahl fällt es Ihnen ein. Bin gespannt, ob Sie es nach der Wahl wirklich umsetzen. Und im Übrigen auch Ihre uralte Forderung, Herr Kauder, nach dem Steuersystem auf dem Bierdeckel. Wo ist es denn geblieben? Sie haben es alle nicht umgesetzt, obwohl Fachleute parteiübergreifend, Wissenschaftler im Heidelberger Arbeitskreis dazu viele, viele Vorschläge erarbeitet haben. Insofern, Sie machen das, was Sie immer machen vor der Wahl. Das reicht aber nicht, weil es in der Tat über die nächsten Jahre nicht hinwegtragen wird. Denn wir hoffen ja, dass wir irgendwann mal wieder Zinsen auf unsere Guthaben bezahlt bekommen. Und dann kommt der Staat in große Schwierigkeiten. Und das, was Sie dann an Steuerbremse oder Schuldenbremse drin haben, den Bürgern vorgaukeln, damit könnten die Staatsschulden bezahlt werden. Auch das ist nicht wahr, denn wir wissen, es sind weit mehr als 2,2 Billionen. Jetzt wäre also der Zeitpunkt, um endlich systematisch eine große Steuer- und Sozialreform anzugehen. Und dazu sind Sie weiter nicht bereit. Herr Blasberg, ich will nur zwei Zahlen nennen, damit die Fakten wieder geradgerückt werden. Wir halten all das, was wir vor der Bundestagswahl versprochen haben. Wir haben versprochen, es gibt keine Steuererhöhungen. Und das wird es auch mit uns nicht geben. Und deswegen gehen also so Dinge, wir machen dort eine Steuererhöhung und dort eine Senkung, gehen nicht. Wir haben das versprochen. Zweitens, wir haben die Mütterrente versprochen. Dafür zahlen wir im Jahr 7,5 Milliarden Euro jedes Jahr. Das haben wir gehalten, haben das Wort gehalten. Nein, das ist ein Steuerzuschuss, Frau Wagenknecht, von 7 Milliarden. Aber dafür, dafür ist vorgesehen, es werden jetzt schon 11 Milliarden Steuern die Rentenversicherung bezahlt für die Mütterrente. Wir haben die Kommunen entlastet mit über 10 Milliarden jährlich. Wir geben jetzt wieder Geld für die Infrastruktur. 7 Milliarden sind dafür vorgesehen. Das Geld ist also nicht irgendwo da unten im Ausfluss verschwunden, sondern wir haben so viel Unterstützung für die Kommunen gegeben, wie noch keine andere Bundesregierung zuvor.
Herr Kauder, aber muss doch, Entschuldigung, nicht im Chor, Herr Lindner. Also, ich habe die Frage beantwortet, wo es Geld geblieben ist. Ja, Herr Kauder, aber trotzdem, mich befriedigt das noch nicht, was Sie da getan haben. Denn man muss ja den Menschen mal sagen, ein Einnahmerekord beim Staat jagt den nächsten. Bis Ende des Jahrzehnts wird der Staat 100 Milliarden Euro mehr jährlich in der Kasse haben als jetzt. So sind die Zahlen von Wolfgang Schäuble. Auf die niedrigen Zinsen ist hingewiesen worden. Darunter leiden die Bürger. Die Finanzminister können damit leichter wirtschaften. Und in dieser Lage wollen Sie als Union dafür gelobt werden, dass Sie nicht noch weiter Steuern erhöht haben, dass der Verzicht auf Steuererhöhungen schon ein Erfolg ist in dieser Zeit. Damit können Sie doch Sie niemanden ganz, überzeugen. Sie wissen ganz genau, dass die Wirtschaft uns davor gewarnt hat. Lassen Sie ihn aussprechen, da sind Sie dran. Die Lage ist doch so, die Bürger werden stärker belastet in dieser Zeit und beim Staat stellt niemand die Frage, ob es nicht vielleicht auch Aufgaben und Projekte gibt, auf die man verzichten kann. Niemand stellt einmal die Frage, ob wir nicht vielleicht zu viel Bürokratismus haben. Und zu wenige gehen auch gegen Steuerverschwendung vor. Was wären denn Projekte, die Sie streichen würden? Es gibt eine Vielzahl von Projekten, insbesondere die Mütterrente kann nicht auf Kosten der Beitragszahler finanziert werden. Wird sie auch nicht. Wird sie auch natürlich nicht. Wird sie auf Kosten der Beitragszahler finanziert. Sie selbst haben dass die Rentenreform der Großen Koalition nur bis 2017 finanziert sei. Danach muss der Steuerzuschuss erhöht werden. Also ich will auf folgenden Punkt hinaus, Herr Plassberg. Wann, wenn nicht jetzt, soll man überhaupt noch einmal daran denken, auch die Belastungsgrenze der Bürger in den Blick zu nehmen? Und das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es ist zugesagt worden von allen Parteien, dass der Solidaritätszuschlag im Jahr 2019 entfällt. Und das auch umzusetzen, ist eine Frage der ökonomischen Klugheit und zugleich auch der politischen Ehrlichkeit. Denn Zusagen, auf die muss man sich verlassen können. Aber ich muss mal sagen, ich finde diese Debatte, so wie sie jetzt geführt wird, bist du für oder gegen Steuererhöhungen oder bist du für oder gegen Steuersenkungen? Völlig absurd. Es geht nicht allgemein darum, Steuererhöhungen oder Senkungen. Man könnte eine Wahlentscheidung beeinflussen. Ja, aber man möchten Sie nicht wissen, zum Beispiel, wenn Sie das Kreuz bei der Linkspartei machen? Man erhöht und welche Steuern man senkt, das ist doch eine ganz andere Frage. Und dass Herr Kauder stolz darauf ist, dass er beispielsweise in seiner Regierungszeit oder seine Partei nicht dazu beigetragen hat, dass endlich diese unsägliche Steuerausweichung großer Unternehmen, wo Apple beispielsweise ein Steuersatz hat von 0,005%, dass er dem keinen Riegel vorgeschoben hat, weil das wäre ja eine Steuererhöhung. Also, dass er darauf noch stolzer ist, finde ich einen Skandal. Und ich finde es genauso skandalös, dass es eben keine Besteuerung großer Erbschaften, großer Vermögen gibt. Das wäre dringend notwendig. Insoweit pauschal, wir sind für oder gegen Steuererhöhung, das ist Quatsch. Man muss gucken, über welche Steuern wir reden. Da sollte man Verbrauchsteuern senken, Steuern auf die arbeitende Mitte senken. Aber bei den Reichen finde ich es durchaus angemessen, mehr Steuern und mehr Einnahmen zu generieren. Das wäre längst Aufgabe. Darüber werden wir gleich noch reden. Ich spüre mal Gemeinsamkeiten nach. Sie haben eben angesprochen, übrigens hat Herr Kauder tatsächlich nicht gesagt, dass er stolz drauf ist, dass große Konzerne keine Steuern zahlen. Das war ein rhetorischer Trick. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wo hier die Gemeinsamkeiten verlaufen, auch Christian Lindner von der FDP beklagt, dass große Konzerne sich einen schlanken Fuß machen in Deutschland. So, und hier sehe ich eine Gemeinsamkeit mit der Linkspartei und der FDP. Ist Ihnen das unangenehm, Frau Wagenknecht? Also ich freue mich über jeden, der uns dabei unterstützt, die Konzerne daran zu hindern, dass sie kaum noch Steuern zahlen. Die FDP hat in der letzten Legislatur regiert. Da hätte man was machen können. Aber und natürlich kann man etwas will ich Sie machen. Gerne auf, will ich Sie gerne aufklären, Frau Wagenknecht. Warum Sie nichts gemacht haben? Dass Apple jetzt in Irland 13 Milliarden Euro zahlen muss, wer hat das denn auf den Weg gebracht? Meine Parteifreundin, die EU-Wettbewerbskommissarin. Das scheinen Sie zu übersehen. Der Unterschied ist doch die Wahrheit. Ist die nicht eine Liberale oder nicht? Der Unterschied zwischen Frau Wagenknecht und mir ist folgender. Ich betrachte im Unterschied zu Ihnen unsere großen Familienunternehmen, ich sage jetzt mal einen Namen, Miele, die betrachte ich nicht als Gerechtigkeitsproblem, weil solche Unternehmen schaffen hier Arbeitsplätze, erhalten hier Arbeitsplätze. Und wenn man die schwächt,
dann geht das eben voll zu Lasten der arbeitenden Mitte, weil die nicht mehr ein Unternehmen haben, das handlungsfähig ist. Herr Lindner, die Gemeinsamkeit ist, dass wir die Google, Apple, Starbucks und Ikeas dazu bringen müssen, dass sie hier in Deutschland einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Entschuldigung, Herr Lindner, geben Sie doch Herrn Lindner die Chance, es zu präzisieren. Wie stellen Sie sich das denn vor bei Google oder bei Starbucks oder bei anderen, die an die Steuer Kette zu legen, ist falsch. Sie einfach dazu zu bringen, sich gleich zu verhalten wie deutsche Unternehmen. Hier wird Geld verdient, aber keine Steuern bezahlt. Also jedes Unternehmen, das Gewinne verlagert, finde ich, verhält sich ungerecht und verantwortungslos. Und muss die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Beispielsweise ist ja ein Problem, dass die Nutzung von Patenten oder bestimmten Marken bezahlt wird und dadurch wird der Gewinn, der in Deutschland erzielt wird, über eine Zahlung an die Muttergesellschaft ins Ausland transferiert. Und den Mechanismus muss man sich ansehen. Ich bin nicht bereit, das ohne weiteres so hinzunehmen. Herr Oppermann, ist ja nicht so schwierig. Ich muss Herrn Lindner mal daran erinnern, weil er ja hier so ein flammendes Plädoyer hält für Steuerentlastungen, dass die einzige Steuerentlastung, die er mit der FDP, als sie in der letzten Wahlperiode noch in der Regierung gewesen sind, die er zustande gebracht hat, war die Mövenpick-Steuer. Ja. Das war die einzige Entlastung, die Sie hinbekommen haben. Haben Sie die denn bis jetzt zurückgenommen, Herr Oppermann? Ich hätte Sie gerne... Vier Jahre hatten Sie Zeit, das zurückzunehmen. Und jetzt kommen Sie mit einer sieben Jahre alten Kiste. Ist doch ein Armutszeugnis von Ihnen. Lassen Sie mich doch bitte auch mal ausreden. Ich hätte Sie gerne zurückgenommen. Wir haben hart verhandelt. Wir wollten Sie zurücknehmen. Das war mit der Union nicht zu machen, weil das Dogma lautete, auf keinen Fall eine Steuererhöhung. Also Ihre Steuersenkung durfte jetzt nicht zu einer Steuererhöhung werden. Herr Oppermann, ich finde das schon... Herr Lindner, da muss man ehrlich bleiben, Herr Lindner. Sie haben in all Ihrer Regierungszeit, Sie haben ja immer mal wieder regiert, es nie geschafft, irgendeine Steuer zu senken. Sie haben immer viel versprochen und nichts gehalten. Auch und am das Ende, stimmt nicht, Frau Göring-Eckardt. Und am Ende, wenn ich kurz aussprechen darf, ich weiß, dass Sie auch... Sie vermissen uns ja richtig im Bundestag, Ende, wie Sie sich auf mich einschießen. Nee, tue ich gar nicht. Sorry. Also das, wenn ich irgendwas nicht vermisse, dann Sie im Bundestag. Wirklich nicht. Aber am Ende kommt es doch nicht darauf an, an welchen Steuern wir jetzt rumklamüsern, sondern am Ende kommt es darauf an, wofür wird eigentlich das Geld ausgegeben? Werden tatsächlich die Leute unten, die jeden Tag an die Arbeit gehen und die es nicht gut haben, entlastet? Und die werden einerseits entlastet, wenn sie mehr im Portemonnaie haben, und sie werden andererseits entlastet, wenn sie vernünftige Infrastruktur, Schulen und so weiter haben. Und eins hinzu, wenn wir zum Beispiel, und das haben Sie versäumt und das haben alle anderen versäumt in den letzten Jahren, genügend Polizistinnen und Polizisten einstellen. Weil wenn man beim jetzt Bund Geld ausgeben 7.000 will, neue Stellen. Ja, 7.000. Wie lange hat es gedauert, Herr Kauder? Wie lange hat es gedauert? Ich mal egal, wir haben es gemacht. Worden? 16.000 sind abgebaut. Wo haben Sie in Nordrhein-Westfalen mitregiert? Wo haben Sie abgebaut? Das ist jetzt genau die Art von Diskussion, die wir in dieser Sendung mal nicht versuchen wollten. Dass die Grünen so schnell auf das Thema innere Sicherheit kommen, das finde ich jetzt auch interessant. Vielleicht haben Sie da Nachholbedürfnis, vielleicht auch nicht. Die Sicherheit war immer ein Anliegen der Grünen. Früher hat Joschka Fischer Steine auf Polizisten geworfen, sagte ich schon. So, passen Sie auf. Ich kann es auch, Frau Göring-Eckardt. Können wir die Mövenpick-Steuer und die Steine erstmal begraben? Vielleicht sagen Sie einfach mal, dass das ein Fehler war, dann haben die anderen auch gar keinen Spaß mehr dran. Ja, man hätte die Mehrwertsteuer für die Hotels nicht von einer grundlegenden Reform trennen müssen, aber Stichwort postfaktisch, FDP hat nie eine Spende von Mövenpick erhalten und es gab nie einen Antrag der rot-grünen Koalition aus Nordrhein-Westfalen, das zurückzunehmen. Gut, ist doch altes Zeug. Sieben Jahre her. Da haben jetzt alle angefangen mitzuschleudern und das war jetzt mein Versuch, diese alten Sachen wieder einzupacken. Kann ich auch noch mal am Ende zu Wort kommen? Oh, Frau Petri, natürlich. Dann haben sich alle gestritten. Ein Armutszeugnis. Alle haben sich gestritten und Herr Lindner hat jetzt noch. Steine nicht, sind auch nicht besser. Ganz kurz Zeit. Herr Kauder, ich würde ganz gerne auch was gerade rücken, weil es, glaube ich, wichtig ist. Die Kommunen, denen haben Sie Geld gegeben. Ja, das mussten Sie auch. Und Sie wissen ganz genau, warum. Weil Sie ihnen auch seit spätestens 2014 und 2015 unglaubliche Lasten aufgebürdet haben, die sie alleine nicht mehr tragen konnten. Also jetzt so zu tun, als hätten sie ihnen Wohltaten verabreicht, die den Bürgern, den Kindern, den Jugendlichen, den Alten zugutekommen. Was meinen Sie denn mit Lasten? Wollten Sie den Begriff Flüchtling gerade vermeiden? Nö, will ich gar nicht. Aber was meinen Sie mit Lasten, die 14, 15? Es sind die Migrationskosten, die vor allen Dingen in den Kommunen aufschlagen. Und wenn Sie alle jetzt versuchen, sich bei den Steuern ein schönes Antlitz zu geben, dann müssen Sie gleichzeitig sagen, dass die Abgaben, dass die Kosten Sozialversicherung weiter steigen. Und den Bürgern ist es am Ende egal, das wissen sie ganz genau, ob da Steuer, Lohnsteuer oder Krankenversicherung oder Rentenversicherung drüber steht. Am Ende
geht es vom Bruttoeinkommen ab. Das ist nicht gestiegen. Und es ist in den Einkommensgruppen, die Sie alle plötzlich entlasten wollen, das sind genau die der Mittelstand, die in den vergangenen Jahren immer mehr gezahlt haben. Und im Übrigen, Frau Wagenknecht, noch eins. Ich weiß ja, das ist Dissens zwischen uns und Ihr Lieblingsthema. Wissen Sie, es gibt wissenschaftliche Erhebungen darüber, dass die von Ihnen geforderte Erbschaftssteuer, die die AfD in der Tat gern abschaffen möchte, nichts zur Umverteilungsgerechtigkeit beiträgt. Sie trägt nicht dazu bei und sie schädigt den Mittelstand. Und vielleicht das dann noch das schauen wir doch ganz mal. Kurz, ganz letzter Satz zu Herrn Lindner und zu all denjenigen, die jetzt plötzlich die Großindustrie besteuern wollen und es vorher jahrelang nicht gemacht haben. Und sie hätten diverse von Ihnen die Gelegenheit mit Großindustrie? Ich versuche nur zu präzisieren. Diejenigen, die eben also im Ausland ihre Gewinne geringer versteuern, als sie es im Inland tun müssten, dann tun Sie doch was dafür, dass die Diskrepanz zwischen der Behandlung des Mittelstandes und den Großunternehmen getan wird. Da hatten Sie genug Gelegenheit. Stattdessen reiten Sie auf TTIP und CETA herum, obwohl das genau die Abkommen sind, die dem Mittelstand in Deutschland schaden. Frau Petri, ich wollte das noch, wissen Sie ganz genau, Herr Krauder, aber es tut weh, zur persönlichen Bereicherung, zu Ihrer persönlichen Bereicherung wollte ich nur darauf hinweisen, dass wir entlastet haben die Kommunen, indem wir die Kosten, die von der rot-grünen Vorgängerbundesregierung auf die Kommunen gehen. Ihre Migrationskosten, Herr Krauder, nicht nur die der rot-grünen Bundesregierung. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Das mache ich total gerne. Bei der Grundsicherung für Ältere haben wir voll und ganz übernommen. Wir haben den Kommunen mehr als 5 Milliarden zur Verfügung. Das war nicht jetzt. Können wir das historisch nah abkürzen? Weil wir ein Bundesteilhabegesetz gemacht haben. Also nicht immer gleich das, was ein besonders logisch erscheint, also wichtig erscheint. Wir haben den Kommunen Geld gegeben, das hat gar nichts mit der Migration zu tun, indem wir die Kommunen wirklich entlasten. Es hat sich einfach beim Zuschauer bewährt, wenn das der Reihe nach hören kann. Ich bin dafür, dass wir bei den verschiedenen Schuldzuweisungen den Blick in die Vergangenheit ein bisschen zurückstellen und nach vorne gucken. Da gibt es ja auch interessante Forderungen. Steuern sind ja ein Mittel der Politik und letztlich geht es ja um die soziale Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, nicht nur bei Wahlen, aber da wird sie natürlich besonders heftig diskutiert. Steuern sind ein Mittel, um für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Und es gibt da eine Steuer, die führt so ein bisschen das Dasein einer Untoten. Das ist die Vermögenssteuer. Für die einen ist es ein Wahlkampf-Dauerbrenner, für die anderen ist es ein rotes Tuch und für andere wiederum ein Rohrkrepierer. Frau Petri, 77% der AfD-Wähler finden laut ARD Deutschland-Trend, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht, 77% Ihrer Wähler. Wäre da eine Vermögenssteuer aus Ihrer Sicht eine Gelegenheit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Die 77% liegen übrigens unabhängig von der AfD im deutschlandweiten Trend. Es gibt eine Überhebung, dass am Ende 80% der Leute glauben, Deutschland sei ungerecht. Ja. Ja, aber das nur, weil sie das als AfD-Zahl repräsentieren. Die AfD möchte in der Tat die Vermögenssteuer abschaffen, genauso wie die Erbschaftssteuer. De facto ist die Vermögenssteuer nicht. Wir haben keine, die Sie abschaffen können. Entschuldigung, die Vermögenssteuer ist de facto ausgesetzt, damit ist sie de facto schon weg. Und Erhebungen zeigen, dass sie in der Tat auch bei den hohen Erhebungskosten relativ wenig bringt. Deswegen möchten wir sie tatsächlich komplett abschaffen. Und was ist mit der Erbschaftssteuer? Wir haben beschlossen, dass wir die Erbschaftssteuer komplett abschaffen möchten. Es gibt hier eine Erbschaftssteuerreform. Ich glaube, bei Ihnen geht gerade was durcheinander. Ja, also nee. Vermögenssteuer, Sie wollen beides. Ja, das ist relativ klar verständlich im AfD-Programm, dass wir beides abschaffen möchten. Es hat eine Erbschaftssteuerreform gegeben, die halten wir für nicht zielführend, weil sie gerade wieder den Mittelstand belastet. Das proklamieren auch die Familienunternehmen. Und in der Tat sind wir der Meinung, dass beides als Substanzsteuern nicht hilft. Und wie ich es gerade schon ausgeführt habe, das lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen, dass die Erbschaftssteuer am Ende nicht zur Verteilungsgerechtigkeit beiträgt. Das wird im politischen Diskurs aber häufig übersehen. Herr Lindner, gräbt Ihnen da gerade einer das Wasser ab? Ich habe so ein bisschen die Augen zugemacht und habe gedacht, könnte auch von der FDP kommen. Ja, in der Tat, wir sind eine mittelstandsfreundliche Partei. Wir wissen, wie übrigens beispielsweise ja auch der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, dass die großen Vermögen in Deutschland in der Regel Familienbetriebe sind. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Ich halte nichts davon, dass wir den Mittelstand, der loyal zu seiner Belegschaft ist, gut bezahlt, die investieren sollen, weil wir die als Basis brauchen, dass wir die schwächen. Wir haben eben schon in der Runde vorher ja gesprochen, wo die eigentliche Ungerechtigkeit liegt. Nun schauen Sie, Herr Plasberg, ich will durchaus auch die Vermögensverteilung in Deutschland gerechter machen. Aber ich schlage ein anderes Konzept vor, als es beispielsweise von den Grünen und den Linken vertreten wird.
Mich überzeugt nicht, dass wir den einen etwas wegnehmen, um es dann dem Staat zu geben und dann soll es irgendwie gerechter zugehen. Warum erleichtern wir es den Menschen aus der Mitte der Gesellschaft nicht, selbst zu etwas zu kommen, indem wir bei Steuern und Sozialabgaben nicht so stark zugreifen und beispielsweise bei der Grunderwerbssteuer, wenn jemand zum ersten Mal eine Immobilie, die er selbst nutzen will, erwerben will, da verzichten wir bis zu einer bestimmten Höhe einfach auf die Grunderwerbssteuer. Das erleichtert Familien, sich ein Eigenheim zu leisten. Und das ist zugleich dann auch noch ein wichtiger Bestandteil dazu, die eigene Altersversorgung stabiler zu machen. Mietfrei wohnen im Alter, das ist ein guter Beitrag, um Altersarmut zu verhindern. Und deshalb Vermögensverteilung verändern, ja, aber nicht durch Neiddebatten, sondern dadurch, dass man es der Mitte der Gesellschaft erleichtert, durch Fleiß und Sparsamkeit sich selbst etwas aufzubauen. Der Vorwurf der Neiddebatte geht an Sie, Frau Wagenknecht. Die Vermögenssteuer, Sie erinnern sich, ist abgeschafft worden, weil ja sehr schwer zu unterscheiden ist, was ist zum Beispiel bei einem privaten Unternehmer, Herr Lindner hat es angesprochen, bei mittelständischen Unternehmern, was ist da das private Vermögen und was gehört zum Betrieb? Haben Sie da eine Lösung parat, wenn Sie so auf die Vermögenssteuer pochen, die der SPD-Chef als dreimal auf die Nase gefallen, wir lassen es sein, tituliert hat? Also sicherlich wäre es nicht verfassungskonform, wenn man Betriebsvermögen komplett rausnimmt. Aber natürlich kann man bei Betriebsvermögen höhere Freibeträge machen. Oder man kann beispielsweise anbieten. Also es gibt ja verantwortungsbewusste Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben Teile ihres Betriebes auch in Stiftungsvermögen überführt. Das wäre ja dann nicht betroffen. Also da gibt es viele Varianten. Aber ich will noch mal sagen, also mit Neiddebatte hat das überhaupt nichts zu tun, wenn man anspricht, dass die soziale Kluft immer größer wird. Und man muss sich einfach mal ansehen, die Vermögen der Multimillionäre und Milliardäre wachsen jetzt seit Jahren um 8 bis 10% im Jahr. Jedes Jahr ist das das Plus. Das heißt, wir Linken mit unserer bescheidenen 5%-Forderung würden noch nicht mal den Zuwachs der Vermögen der Reichsten sozusagen damit aufheben, geschweige denn würden wir das sozusagen, was eigentlich notwendig wäre, komplett umverteilen. Aber man muss doch etwas dagegen tun, dass sich immer mehr Vermögen in den Händen von immer weniger Leuten konzentriert. Das ist mit Demokratie wirklich nicht Sie vereinbar. Sie behaupten das so steil. Darf ich Sie mal mit einer Zahl konfrontieren? Es ist sehr schwer, das gebe ich zu, Vermögen zu gewichten und sich da valide Zahlen zu besorgen. Wir haben das versucht und sind auf diese von uns auch überprüfte Zahl noch mal gekommen. Da hat sich gar nicht so viel geändert. Das ist sicher nicht gut, aber es ist nicht so, dass sich das dramatisch geändert hätte. Seit fast 15 Jahren sind die Zahlen nahezu unverändert. Die reichsten 10% in Deutschland besitzen fast 60% des gesamten Vermögens. Die unteren 50% besitzen insgesamt 2,5% des Vermögens. Aber Herr Plasbeck, da müssen Sie dazu sagen, welche Stichproben das sind. Das ist nämlich die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und das SOIP. Das heißt, das sind Panelbefragungen. Und man weiß, das ist bekannt, dass die Allerreichsten, also die oberen 1%, die wirklich die Multimillionäre sind, die sind da nicht drin, weil die gar nicht erfasst werden statistisch. Und deswegen sind natürlich diese Zahlen, sag mal, die beschreiben so die breite Vermögensverteilung, aber sie beschreiben nicht, was sich an der Spitze konzentriert. Da gibt es andere Untersuchungen, die wirklich die Reichsten drin haben. Und da kommen Sie zu ganz anderen Vermögenskonzentrationen. Darf ich eine Frage nur stellen? Frau Wagenknecht, das, was Sie vorschlagen, hat doch die französische Regierung unter Herrn Hollande auch tun wollen. Und das Ergebnis dort war doch, Gérard Depardieu, der Schauspieler, wurde Russe und die französische Wirtschaft ist zusammengebrochen. Wieso lernen Sie nicht von dem französischen Beispiel? Also erstens ging es da überhaupt nicht um Vermögensbesteuerung, sondern um Einkommensbesteuerung. Sollte man schon eigentlich als FDP-Politiker unterscheiden. Und das Zweite ist, natürlich kann man zum Beispiel verhindern, dass sich Leute dadurch um Steuern drücken, dass sie ins Ausland gehen, wenn wir hier ein Steuerrecht hätten. Ja. Nein, wenn wir hier ein Steuerrecht hätten wie die Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten muss jeder Staatsbürger amerikanische Steuern zahlen. Wenn er ins Ausland geht, dort weniger Steuern hat, muss er die Differenz in den USA zahlen. Also warum machen wir sowas nicht? Statt immer zu sagen, wir müssen die Mittelschicht belasten, weil die kann nicht weg. Und die wirklich Reichen, die machen sich einen schlanken Fuß. Also ich finde das unmöglich. Ich finde, da hat Frau Wagenknecht durchaus recht. Wir haben eine extreme Ungleichverteilung des Vermögens in Deutschland. Anders bei den Einkommen, da hat es sich nicht weiter auseinanderentwickelt. Da hat der Mindestlohn geholfen, gute Tarifabschlüsse haben geholfen, dass die Arbeitnehmer wieder mehr Nettoeinkommen, Nettokaufkraft zusätzlich bekommen haben. Aber die Vermögen sind extrem gespreizt. Und deshalb wäre eine Vermögensteuer eigentlich gerecht. Das finden auch viele so.
Aber wer sich mit ihr beschäftigt hat, ja, aber wer sich mit der Vermögensteuer beschäftigt hat, der findet auch schnell heraus, dass es ein ziemliches bürokratisches Monstrum ist, weil sie das gesamte Vermögen erfassen müssen und Streit über jeden einzelnen Vermögensbestandteil dann entsteht. Und deshalb plädiere ich dafür, Gerechtigkeit eher dadurch herzustellen, dass wir bei der Einkommensteuer mit dem Spitzensteuersatz von 42% doch noch ein bisschen Luft nach oben machen. Ich glaube, ich würde nicht auf 75% gehen, wie Frau Wagenknecht. Das halte ich für völlig unverhältnismäßig. Wir wissen genau, dass wir nicht den Spitzensteuersatz, wo er jetzt ansetzt, auf 65. Ja. Da wollen wir den alten Kohlschen Spitzensteuersatz von 53% wieder. Ich meine, was unter Helmut Kohl immer, ging, dass Sie Helmut Kohl in besonderer Weise würdigen. Sollte es jetzt nichts Revolutionäres sein, zu den Zuständen zurückzukehren, die Sie damals aber leider da unter Rot-Grün 4 Millionen Arbeitslose und da möchte ich ehrlich gesagt nicht zurück. Nein, das war nicht der Grund, aber weil es ein verknöchertes System war und weil es keine Innovationen mehr gab, weil es völlig verkrustet war und dass es damals gut war, dass wir mit Rot-Grün jetzt meine journalistische Pflicht, Entschuldigung, aber Herrn Oppermann, in dieser Formulierung beim Spitzensteuersatz ist noch Luft nach oben zu einer Präzision zu bringen. Wo hätten Sie ihn denn gerne, wenn Sie regieren oder, sagen wir realistischer, mitregieren würden? Das haben wir noch nicht beschlossen, deshalb kann ich das hier auch nicht verkünden. Aber wir werden darüber diskutieren. Und wenn ich sage, da ist Luft nach oben, dann meine ich jedenfalls mehr als 42%. Da gibt es ja, je nachdem, wie die Koalition zustande kommt, da ist ja alles möglich, also fast alles ist da möglich. Da muss man auch Frau Göring-Eckardt mal fragen, da gibt es auch eine wolkige Formulierung. Die grüne Vermögensteuer, die gibt es nämlich auch, ja, Sie haben bisher sich da zurückgehalten, aber Sie die grüne... dran noch mehr Platz. Von dran nehmen habe ich hier eigentlich bisher nichts gemerkt, sondern jeder drängte eigentlich. Also, die grüne Vermögensteuer, dann führe ich sie ein, die soll wirklich nur die Superreichen treffen. Ab wann ist man denn in den Augen der Grünen superreich? Also, wir haben ja eine lange Diskussion über Vermögensbesteuerung hinter uns. Und ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Punkt, der heißt, es muss so sein, dass auch Leute, die wirklich superreich sind, und ich sage gleich, was ich damit meine, einen Beitrag leisten zu dem, was gesellschaftlich geleistet werden muss. Es kann nämlich nicht sein, dass man einerseits sagt, da gibt es da unten ein paar, die sind abgehängt, und dann gibt es da oben ein paar, die machen sich aus dem Staub. Das, finde ich, können wir, wenn wir über Zusammenhalt der Gesellschaft reden, nicht akzeptieren. Deswegen, die Superreichen müssen einen Beitrag leisten. So. Und dann kann man jetzt, irgendwelche Geldbeträge festlegen. Das ist bei Vermögen ziemlich schwierig. Wir haben gerade darüber geredet, wie kompliziert das ist. Deswegen sage ich, das kann sich jeder vorstellen, es gibt Leute, die legen ihren Gästen als Betthupfer eine Rolex auf den Nachttisch und die gehören für mich zu den Superreichen. Wir haben über das 1%, ja, die gibt es, Herr Kaudern. Ich glaube, dass das Leute sind. Haben Sie denn Umgang? Ich glaube, dass das Leute sind mit solchen nicht. Ich Leute habe ich noch nie getroffen, die mir die Rolex aufs Knie legen. Sie übernachten in den falschen Betten, Herr Kaudern. Frau Göring-Eckardt, nur eine zur Präzision, eine Frage. Wie wollen Sie das denn kontrollieren? Möchten Sie neben den Betten stehen und gucken, welche Uhren da liegen? Ja, wir können ja auch ein bisschen lustig machen, aber es geht gar nicht um lustig, sondern es geht um die Frage, wie ist es mit den Leuten, die sich aus dem Staub machen, die einerseits ihr Vermögen ins Ausland bringen und die andererseits 1 Million nach der anderen scheffeln und eben nichts dazu beitragen. Da bin ich wahrscheinlich sogar bei Herrn Lindner. Es gibt bei vielen Unternehmen, gerade bei denen, die Inhaber geführt sind, welche, die sich sehr wohl für die Gesellschaft engagieren, die das tun, was der Staat nicht tut, die sich sozial engagieren, die sich für Bildung engagieren und so weiter. Und Steuern zahlen, Arbeitsplätze schaffen. Deswegen brauchen wir auch keine Neiddebatte. Aber wenn man Zusammenhalt will, dann heißt das, dass die Superreichen, die wirklich sehr viel haben, auch einen Beitrag leisten sollen. Ich finde, das muss für eine Gesellschaft, Frau die zusammengehören will, auch selbstverständlich die Grünen sein. Haben es präzisiert, die Grünen, sage ich schon, die Linkspartei hat es präzisiert. Sie hat gesagt, die erste Million ist bei der Vermögenssteuer frei. Ab der zweiten wird Vermögenssteuer gezahlt. 5% macht 50.000 Euro auf die zweite Million im Jahr, wenn ich richtig rechnen kann. Richtig, Frau Wagenknecht? Genau. Toll. Und Sie kommen hier... wir machen keine Rechenexempel. Bei Betriebsvermögen sind natürlich die Freibeträge höher. Aber Frau Göring-Eckardt...
ich weiß gar nicht, ich stotter gerade rum. Ich muss doch nachfragen. Sie können uns doch jetzt nicht mit dem Uhrenvergleich hier sitzen lassen. Ab wann ist man superreich? Ab wann muss man, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen gut verdienenden Menschen, der sagt, die Grünen haben ein so tolles Umweltprogramm. Ich mache auch gerne was dafür, aber ich möchte schon wissen, ob ich bei denen steuerlich mit was rechnen muss. Wir haben ja mehrere Dinge festgelegt in dem Beschluss. Zum Beispiel, dass keine Arbeitsplätze gefährdet werden dürfen. Das heißt, für ein Unternehmen, wenn es um Unternehmen geht, was reinvestiert, was in den Betrieb reinvestiert, dann stellen wir das frei. Wir haben deutlich gemacht. Ist aber keine Antwort auf meine Frage. Ab wann ist man superreich? Das ist eine Antwort auf Ihre Frage, weil man nicht eins zu eins sagen kann, ab dem Betrag ist man superreich, sondern jemand, der reinvestiert in sein Unternehmen, Arbeitsplätze schafft oder sichert, dem werden wir sagen, du musst keine Vermögenssteuer zahlen. Jemand, der das alles auf sein privates Konto scheffelt und dann immer reicher wird und Multimillionär ist, dem werden wir sagen... Aber wie wollen Sie das denn kontrollieren? Gibt es dann so eine Art Castingshow für Superreiche? Das Problem ist, dass an vielen Stellen ja das betriebliche und private Vermögen gar nicht sauber getrennt werden kann. Das ist das Problem, richtig. Das ist das Problem, warum ja einmal die Erbschaftssteuer vom Bundesverfassungsgericht auch abgeschafft worden ist. Es ist auch hoch bürokratisch. Die Erbschaftssteuer ist für nichtig erklärt worden. Ja, ich komme gleich auf den Punkt, da werden Sie sich wundern. Also auch die Vermögenssteuer, das jedes Jahr zu spielen, dieses Spiel, was ist betriebliches, was ist privates Vermögen, mit der Verschonung wieder des betrieblichen Vermögens, daran glaube ich nicht, dass das überhaupt rechtlich sauber hinzubekommen ist. Die Erbschaftssteuer der Großen Koalition, muss man den Menschen mal sagen, Steuersatz null für betriebliches Vermögen, aber sehr kompliziert und bürokratisch, das wird auch nicht rechtlich Bestand haben. Fürchte ich, denke, das wird verworfen werden. Erbschaftssteuer komplett abschaffen wie Frau Petri, halte ich für ungerecht. Mein Vorschlag, warum machen wir nicht Verzicht auf die Vermögenssteuer, aber wir behalten die Erbschaftssteuer bei? Keine Ausnahmen. Ob es betriebliches oder privates Vermögen ist, keine Ausnahmen. Dafür ein niedriger Steuersatz, 10% auf betriebliches und privates Vermögen. Das muss gezahlt werden, ist ja dann einmal pro Generation. Man kann das innerhalb eines Jahrzehnts an den Staat überweisen. Das wäre gerecht, das wäre unbürokratisch, das wäre ein Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens und kein mittelständisches Unternehmen würde dadurch in die Knie gehen. Ich denke, so eine einfache Lösung kann manchmal die beste und die gerechteste sein. Das würde ich gerne aufnehmen. Das würde ich gerne aufnehmen, Herr Lindner. Und vielleicht darf ich das Zitat auch verwenden. Einfach und transparent ist die gerechteste Lösung. Das ist fast schon populistisch. Sie waren echt gut. Aber eines haben alle jetzt... Das können Sie ja gut beurteilen, was populistisch gemacht. Ist. Genau. Wissen Sie, das ist sogar gut. Das ist sogar gut so. Aber eines haben Sie alle wieder gemacht. Sie haben darüber geredet, Herr Oppermann, besonders Sie mit dem höheren Steuersatz. Sie reden immer davon, wie man noch mehr nehmen kann. Herr Lindner, das haben Sie auch gemacht. Und von den Grünen und von den Linken haben wir das... gemacht? Naja, die Erbschaftssteuer nicht abschaffen, sondern ohne Ausnahmen zu nehmen. Das ist ja gerade das, was wir nicht möchten, zumal sich eben erwiesen hat, dass es keine Verteilungsgerechtigkeit dabei gibt. Aber das Entscheidende ist doch nicht, dass der Staat immer mehr nimmt, was er die vergangenen Jahre und Jahrzehnte sowieso gemacht hat, sondern die Frage ist, wo der Staat auch sparen kann. Und darüber sagen Sie alle wieder einmal nichts. Das heißt, es geht immer nur darum, immer noch mehr einzunehmen. Und dabei bleibt, naja gut, Fehlausgaben leistet der Staat an mancher Stelle. Und wir können auch gern, wenn Sie das Thema Migration, weil es Ihnen wehtut, nicht nehmen. Wir können auch die Energiewende nehmen. Auch da wird der Bürger über Abgaben extrem belastet. Entschuldigung, wollen wir doch mal darüber reden, was bei den Leuten im Portemonnaie ankommt oder nicht ankommt. Aber das ist dann nicht können der Sie die irrsinnigen Kosten für die Energiewende nicht außen vor nehmen. Ich weiß ja nicht, wo Sie leben, Herr Lindner. Lassen Sie mich doch zu Ende formulieren. Bin auch gleich fertig damit. Das heißt, all diese zusätzlichen Abgaben, die Doppelbesteuerung, die durch Ökosteuer und dergleichen zustande gekommen sind. Das ist doch das, was zusätzlich zur Einkommensteuer seit Jahren für die Bürger immer mehr wird. Das lassen Sie alle ganz gerne an den Tisch fallen. Und deswegen, Frau Wagenknecht, wir hatten uns zu dem Thema schon mal ausgetauscht. Die 53%, die Sie haben wollen, die klingen auf dem Papier schön. Aber ein transparentes Steuersystem würde verhindern, dass so viele, die eigentlich den Steuersatz zahlen müssten, ihn am Ende tatsächlich nicht zahlen. Und deswegen sollten wir vom Grunde auf anfangen. Wir brauchen ein einfaches und transparentes und verständliches Steuersystem mit möglichst wenigen Ausnahmen. Das ist die größte Gerechtigkeit, die Sie den Steuerzahlern geben können. Und darüber reden wir heute Abend hier bei Ihnen jedenfalls nicht. Darüber würden wir aber ganz gern reden und werden das tun. Frau Wagenknecht, Herr Kauder hat sich gemeldet. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ich wusste nicht, dass man sich melden muss, dann melde ich mich jetzt. Das ist so üblich. Ich wollte nur darauf hinweisen,
dass wir in der Union ganz klar gesagt haben, keine Vermögenssteuer, weil wir nicht sehen können, wie eine Vermögenssteuer in der Abgrenzung zu den Familienbetrieben wirklich verfassungsrechtlich funktionieren kann. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden damals, dass Freibeträge für betriebliche Vermögen sich nicht eklatant unterscheiden dürfen für Freibeträge bei Privaten. Kriegt man nicht hin. Und jetzt, Herr Lindner, zur Erbschaftssteuer. Mit dem Thema habe ich mich lang genug rumgeschlagen. Und da kann ich nur sagen, wir haben schon in der letzten Großen Koalition einen guten Vorschlag gehabt, dass was im Betrieb bleibt, nicht besteuert wird. Das hat danach beim Bundesverfassungsgericht gewisse Probleme gegeben. Aber jetzt mit so einer Flat-Tax zu sagen, also wir machen 10% Erbschaftssteuer auf alles ohne Ausnahme. Da kann ich Ihnen sagen, hat das Bundesverfassungsgericht uns ziemlich deutlich gemacht, dann gibt es auch keine Ausnahmen mehr auf das kleine Hausgrundstück, das der Einzelne hat. Und das möchte ich nicht, dass der Bürger, der sich ein kleines Haus erspart hat, das wenn er es vererbt an seine Kinder, dann 10% Erbschaftssteuer zahlen muss. Alles andere, machen. Nein, das geht eben dann nicht. Sie haben gesagt, ohne Ausnahme. Und das geht dann nicht. Und natürlich da kann mit ich nur sagen, mit solchen Formulierungen kommt man wirklich nicht weiter, sondern wir haben das Privatvermögen des kleinen Hausbesitzers weitgehend freigestellt. Sie haben auch das Privatvermögen des Unternehmers und Milliardärs freigestellt. Nein, das stimmt unter bestimmten, das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich, also ich kann dem Vorschlag... Ja, das ist jetzt ein Punkt, wo ich an Zuschauer, Herr Oppermann, gestatten Sie mir kurz einzugreifen, da etwas abgewinnen. Sollten wir folgen, ja, Sie sind gleich dran, Herr Oppermann. Hier gibt es einen Dissens, was einen Freibetrag angeht. Sie sagen 10% auf alles plus Freibetrag. Herr Kauder sagt, ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Versuchen Stimmt wir, im Faktencheck zu klären. Ja, sehr gut. Ich kann es hier nicht klären. Und wir machen das morgen kurz vor Mittag, wenn Sie es bei uns sehen können, wenn wir die richtigen Juristen auftreiben. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ich kann dem Vorschlag von Herrn Lindner etwas abgewinnen. Unser jetziges System ist unbefriedigend. Wir haben uns nur nach großen Mühen auf so eine Erbschaftssteuer geeinigt. Einige wollten sie auch abschaffen in der Koalition. Wir haben sie verteidigt. Weil ich finde, eine Erbschaftssteuer ist auch eine Grundfrage der Gerechtigkeit. Denn ich finde, jede Generation sollte sich einen Teil des Wohlstandes, den sie genießen möchte, selbst erarbeiten. Wenn wir nur noch Erbengenerationen haben, wo die Erbschaften ungeschmälert weitergereicht haben, verliert diese Gesellschaft Erneuerungsfähigkeit und Innovationskraft. Und deshalb sage ich, wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf, ich finde den Vorschlag, den Herr Lindner gemacht hat, konstruktiv. Sollten die Wählerinnen und Wähler so entscheiden, dass wir in irgendeiner Form mal darüber verhandeln müssen, wäre das eine Basis, über die man reden kann, Herr Lindner. Da passiert was heute Abend. Es britzelt. Ich komme gleich zurück mit unserem Thema. Rot-Gelb wird es nicht reichen, um das mal gleich zu sagen. Nein, alleine nicht. Also wir wollten hier keine Koalitionsdiskussionen führen, weil ich normalerweise weiß, wie Sie darauf reagieren. Aber wenn sich da inhaltlich Schnittmengen bilden, das war eine Avance, haben Sie es verstanden, Herr Lindner? Natürlich. Botschaft ist angekommen. Ja. Na gut. Wir kommen gleich zurück mit dem Prüfstand-Thema Sicherheit. Und jetzt ist Brigitte Büscher dran mit unserem Zuschauern. Vielen Dank bis hierhin. Brigitte. Wie du so schön gesagt hast, auch bei unseren Zuschauern. Und man kann in diesem Superwahljahr 2017 einen sehr verschiedenen Blick auf unser Land haben. Und zwei Meinungen möchte ich beginnen, die das vielleicht verdeutlichen. Eine E-Mail von Hans-Joachim Ladusch, er schreibt uns mit Blick auf mindestens drei Themen. Er sagt, die Sicherheitslage in Deutschland ist aufgrund der Merkelschen Flüchtlingspolitik so schlecht wie nie. Besserung ist nicht in Sicht. Auch bei den Renten hat Frau Merkel ihre Zusage, die Renten in Ost und West bis 2020 anzugleichen, gebrochen. Und ein gerechtes Steuersystem gibt es nicht. Vielleicht aber doch auch ganz anders. Die Meinung von Helmut Petermann klingt nämlich so. Im Gästebuch schreibt er, uns allen geht es relativ gut. Wir erwirtschaften starke Exportüberschüsse, da die Welt Made in Germany vertraut. Für 2016 wurden sehr starke Steuereinnahmen generiert und. All das sind Punkte, über die wir uns freuen können, auf die Politiker stolz sein können. Lohnt es sich nicht, auch mal über Positives zu diskutieren? Das Thema Steuern, natürlich auch dazu gibt es ganz viele Meinungen bei unseren Zuschauern. Sie haben das parallel mit euch diskutiert und im Gästebuch hat Wolfgang Mücke geschrieben, eigentlich waren uns erhebliche Steuererleichterungen in dieser Legislaturperiode versprochen worden. Die fallen jetzt kleinlich aus, wenn sie überhaupt noch kommen. Der Grund sind die enormen direkten und indirekten Kosten der ungehemmten Zuwanderung. Steuersenkungen, gute Idee, nicht unbedingt. Unsere Zuschauerin Petra Gammersbach schreibt bei Facebook, Steuersenkungen sind die dümmste Variante, um Familien zu entlasten. Hier profitieren doch nur Besserverdiener und Familien mit nur einem Kind. Wer mehrere Kinder hat, zahlt ohnehin nur sehr wenig Steuern, aber reichlich Sozialabgaben.
Und noch ein Tweet von Philipp Kranich zu diesem Thema. Er sagt, der Steuerüberschuss darf nicht zu Steuerentlastungen führen. Langfristig muss weiter in das Bildungssystem investiert werden. Ja, welche Parteien in diesem Jahr sind vielleicht dazu da, um eine Lösung zu finden für dieses Land, für die vielen Fragen? Alte Wege, alte Methoden. Manche Zuschauer sagen, haben unser Land vor die Wand gefahren. Dieser Meinung ist zum Beispiel Heinz-Peter Heilmann, der schreibt bei Facebook, und jetzt wird es sportlich. Sport, metaphorisch gesprochen, hat das alte politische Team versagt und es ist an der Zeit, einen Trainer mit neuen Methoden zu holen und die Mannschaft neu zu formieren und das möglichst schnell. Könnte das vielleicht eine neue, eine relativ junge bundespolitische Partei sein, also die AfD? Auch dazu diskutieren unsere Zuschauer besonders bei Facebook. Und Isabel Gerke schreibt, die meisten Menschen können es sich gar nicht leisten, die AfD zu wählen, denn die AfD ist eine Partei der Reichen und Superreichen, die nichts, aber auch gar nichts von ihrem Reichtum abgeben wollen. Vielleicht noch ein kleiner Appell bei unseren Zuschauern, sich in diesem Wahljahr einfach auch vernünftig miteinander zu unterhalten und sich nicht nur zu beschimpfen und zu schreien. Und ich glaube, diesen Appell werden wir in diesem Jahr noch ganz oft hören. Vielen Dank für diesen Überblick und auch danke für den Appell unserer Zuschauer. Weitgehend wird er ja heute schon befolgt. Der nächste Prüfstein, und da gibt es wieder eine 20-Sekunden-Runde. Diesmal fängt Frau Petri an, aber erstmal gucken wir uns das Thema an. 20 Sekunden bei jedem, dann diskutieren wir. Frau Petri. Wenn irgendjemand in einem Land, egal in welchem, eine politische Verantwortung für die Geschicke eines Landes trägt, dann ist es die Regierung. Und da unsere Bundeskanzlerin dieses Land nach wie vor regiert, trägt sie selbstverständlich eine Mitverantwortung für all das, was im Rahmen der illegalen Migration und ungrundeter Grenzen geschehen ist und selbstverständlich auch für die Toten von Berlin. Trägt Angela Merkel tatsächlich eine Mitverantwortung für den islamistischen Terror der vergangenen Jahre? Herr Lindner. Also ich finde die Frage schon infam, um das auch ganz klar zu sagen. Es gibt leider Terrorismus in der Welt und Islamismus. Den gäbe es auch ohne die in der Sache falsche Flüchtlingspolitik, um das klarzumachen. Es war falsch, die Grenzen zu öffnen, Regeln aufzuheben. Es gibt immer noch kein Einwanderungsgesetz, wir haben keinen europäischen Grenzschutz. Daran sollten wir nüchtern arbeiten und unsere Polizei in die Lage versetzen, Sicherheit zu gewährleisten. Aber solche Schuldzuweisungen zerstören die politische Kultur. Frau Göring-Eckardt. Ich fand es richtig, dass die Flüchtlinge aufgenommen worden sind, dass wir unser Asylrecht in Deutschland ernst genommen haben. Ich finde es falsch, dass in den letzten Jahren immer wieder Polizei abgebaut worden ist, wir nicht genügend Polizei in Deutschland haben. Erinnern Sie sich noch an die Frage? Und zwar auf allen Ebenen. Ich finde es falsch, jetzt so zu diskutieren, als wäre alles richtig gelaufen. Das stimmt nämlich auch nicht. Wenn man sich den Fall Amri anschaut, dann sind sehr viele Fehler gemacht worden. Und wer dafür verantwortlich ist, das müssen wir klären. Frau Wagenknecht, Sie haben die Richtung mit vorgegeben, auch für diese Frage. Ja, also als wir im Dezember 2015 im Bundestag darüber debattiert haben, ob sich die Bundeswehr an dem völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien beteiligen soll, haben wir als Linke gesagt, wer sich an solchen Kriegen beteiligt, der erhöht die Anschlagsgefahr in Deutschland. Und der islamistische Terrorismus ist nicht vom Himmel gefallen, er ist auch das Produkt von Kriegen und Kriegspolitik, selbstverständlich. Und daher die Mitschuld. Unter anderem. Also es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich auch die Kooperation mit Regimen wie Saudi-Arabien oder Türkei, die solche Gruppen ja massiv stärken. Auch das ist Merkels Politik. Uns ist die Brisanz dieser Frage durchaus bewusst. Und wir hören mit Interesse die Antworten von Herrn Oppermann. Ich finde nicht, dass man für diesen grauenhaften Terroranschlag eine persönliche Verantwortung zuordnen kann. Aber wir alle tragen Verantwortung dafür, dass sich so etwas nicht wiederholt. Wir brauchen eine härtere Gangart gegen gewaltbereiten Islamismus. Wir brauchen mehr Polizei in Deutschland und mehr Prävention. Und wir dürfen nicht zulassen, dass in Moscheen Hass gegen andere Menschen gepredigt wird. Solche Moscheen müssen geschlossen werden. Herr Kauder. Ich halte auch die Frage für infam. Und was wir im Jahr 2015 gemacht haben, das war eine humanitäre Notwendigkeit. Dazu stehe ich und das sage ich nach wie vor. Und diejenigen, wir haben einen islamistischen Terror,
Der kam aber nicht mit der Flüchtlingsbewegung allein ins Land, sondern hat schon viele Bewegungen vorher gegeben. Es gibt auch Leute, die als Deutsche sich radikalisiert haben. Und ich teile deshalb die Auffassung, wir müssen die Moscheen stärker kontrollieren und schließen. Als ich das vor einem Jahr gesagt habe, ging eine Diskussion durch Land. Kauder will alle Moscheen kontrollieren. Ich habe kaum Unterstützung bekommen. Bin jetzt froh darüber, dass der Koalitionspartner und auch die Grünen mich darin unterstützen, dass dort die Brutzellen des Terrors in manchen Moscheen geschlossen werden müssen. Der Lerneffekt ist rasant in diesen Tagen. Herr Kauder, Sie sind schon mitten in die Diskussion rein. Der Ausgangspunkt für diese Frage war ja tatsächlich, dass zwei aus dieser Runde, einer indirekte, einer parteiangehörig, eine Mitschuld Merkels gesehen haben. Herr Kauder, Ihr Generalsekretär Peter Taube hat Frau Wagenknecht und Frau Petri als doppeltes Lottchen des Populismus in Deutschland bezeichnet. Bei der Aussage hier haben wir ja inhaltliche Überschneidungen gesehen. Sehen Sie zwischen den beiden auch kaum Unterschiede in dieser Frage? Ach, die Formulierung fand ich ganz lustig. Ich kann nur sagen, ich sehe in der einen oder anderen Formulierung, auch wenn ich manche Reden von Frau Wagenknecht im Deutschen Bundestag höre, durchaus inhaltlich gemeinsame Überzeugungen. Wie weit die sich da nahestehen, ist nicht mein Thema. Ich will mich darüber auch gar nicht groß unterhalten. Wir sind die Regierungspartei. Wir wollen, dass Angela Merkel auch nach der nächsten Wahl Bundeskanzlerin bleibt. Und da müssen wir den Leuten sagen, was wir mit unserem Land vorhaben, was wir machen wollen. Und da muss ich mich nicht abwehrend mit anderen unterhalten, sondern ich sage den Menschen, das ist unser Programm und dafür bitten wir um Unterstützung. Frau Petri, es gibt bei Hart aber fair keine Sippenhaft. Trotzdem kann ich Ihnen diese Frage nicht ersparen. Finden Sie den Tweet, den wir eben gezeigt haben, das NRW-Landesvorsitzende Markus Brezel heute noch angemessen, ein paar Minuten nach dem Anschlag zu twittern, es sind Merkels Tote? Naja, wenn Sie sagen, ein paar Minuten nach dem Anschlag, dann stimmt das nicht ganz, weil tatsächlich der durchaus einige Zeit nachdem erschien und man in ausländischen Medien... Exakt, ich gucke noch mal nach, 72 Minuten, ich muss noch mal nachgucken. Ja, genau, es war über eine Stunde, 73 es war Minuten. Über eine Stunde war also danach. Gut überlegt. Es war über eine Stunde danach und zu diesem Zeitpunkt konnte man in ausländischen Medien bei CNN oder auch im polnischen Fernsehen schon längst Fakten lesen, die die deutschen Medien einfach nicht gebracht haben. Das ist sehr bedenklich. Damals hat das ZDF noch, Herr Plasberg, behauptet, es sei wohl der polnische Beifahrer gewesen, von dem man hinterher wusste, dass er ermordet wurde. Also seien wir doch mal ehrlich, die deutschen Medien hingen aus welchem Grund auch immer mit der Berichterstattung tatsächlich hinterher. Was, und die Formulierung, was hat der Tweet... Entschuldigung, was hat der Tweet 73 Minuten danach? Es sind Merkels Tote mit Spekulationen, die in Medien, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Naja, es waren keine Spekulationen, das ist der Punkt. Und Sie haben doch gefragt, ob er wenige Minuten danach angemessen war. Darauf habe ich Ihnen geantwortet, dass es nicht um wenige Minuten ging, sondern um einen Ermittlungsstand, um einen Wissensstand zu diesem Zeitpunkt, der aus welchem Grund auch immer im Ausland deutlich besser war als am Ort des Geschehens. Worauf Sie aber eigentlich wollen, das will ich Ihnen gerne beantworten, ob der Duktus zu hart war, das ist ja Ihre eigentliche Frage. Und da sind wir wieder Darf bei der Frage. Darf ich meine Frage noch selbst präzisieren, bitte, bevor Sie mich interpretieren? Dass etwas sachlich begründet oder unbegründet ist, darüber kann man streiten. Ich finde es relativ klar. Aber es gibt ja auch noch solche Faktoren wie Takt, wie Menschlichkeit, wie Mitgefühl. Zum Beispiel hatten die Angehörigen der Opfer noch gar keine Informationen. Die wussten vielleicht nur, da sind mein Bruder, meine Schwester auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Und dann rast ein Tweet durchs Internet, der von Merkels Toten spricht. Muss man da nicht sagen, da fehlt es an Takt, an Menschlichkeit, an Mitgefühl? Ich glaube, gerade die AfD hat in den Tagen danach gezeigt, dass wir im Gegensatz zur Bundesregierung sehr viel Mitgefühl für die Opfer gehabt haben. Wenn wir sehen, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt die Bundesregierung sich dazu herabgelassen hat, sich auch mit den Opfern zu beschäftigen. Also ich glaube, sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass hier die Opfer gerade in dem Fall des Berliner Anschlags die geringste Rolle gespielt haben. Da hätte die Bundesregierung nachlegen können. Also wenn
wenn wir jetzt mal schauen wollen, wer noch so reagiert hat, dann schauen wir mal nach Bayern. Da hat Herr Söder, glaube ich, am nächsten Morgen, Herr Seehofer war es, Entschuldigung, etwas sehr Ähnliches gesagt, auch in harten Worten, hat politische Verantwortung zugewiesen, richtigerweise an Frau Merkel. Und insofern müssen wir uns doch fragen, wollen wir jetzt ehrlich miteinander sein? Und das sind wir den Opfern also, auf jeden Fall schuldig. Was und deswegen bleiben wir dabei. Ich finde das schlicht und ergreifend unerträglich, wie Sie hier argumentieren. Wären wir ehrlicher gewesen, das ist mein letzter Satz, Herr Plasberg, dann wäre es gar nicht. Selber Journalisten auszusperren und dann hier die große Worte führen, denn das ist auch nicht in Ordnung, das mal auch klar zu sagen. Ich weiß, dass es Ihnen wehtut und es tut uns allen weh. Die Sicherheitsbehörden warnen seit langem vor Anschlägen dieser Art, Ihre Politik dafür gesorgt hat, Herr Kauder, ich weiß, dass es Ihnen wehtut, aber auch Sie müssen den Satz gar nicht zu Ende was Sie sagen. Das ist gefährlich. Ich bin entsetzt über das, was Sie sagen. Das geht mir endlich da. Es tut Ihnen nicht weh, mir tut es weh, dass die Politik Ihrer Regierung zu solchen Zuständen in Deutschland führt. Das sollte Ihnen wehtun. So, bevor wir über die Zustände reden, mache ich einen letzten... Entschuldigung, darf ich noch... Darf ich einfach gleich auf die Sache zurückkommen? Herr Kauder das Wort gegeben. Er hat noch mal sein wirklich plump dummen Vergleich oder die Diffamierung meiner Person, dass ich irgendwie in die AfD-Ecke gestellt werde, hier nochmal wiederholt. Also da möchte ich schon nochmal da was dazu sagen, weil ich finde wirklich, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Also wer mein Zitat gelesen hat und wer mein Interview gelesen hat, wird ja wohl den deutlichen Unterschied zu derartigen Tweets wahrgenommen haben. Und deswegen finde ich es eine Unverschämtheit. Ich finde es eine Unverschämtheit, ja auch wenn Sie hier grün-schwarz einig sind, ich finde es eine Unverschämtheit, mich in diese Ecke zu stellen. Emotionale Diskussionen gut, weil sie manchmal auch zu Bohrtiefe führen. Man muss es akustisch ausreden, ohne dass ich von grün-schwarz niedergebrüllt werde. Darf ich das nochmal zusammenfassen? Es sind Merkels Tote, hat Herr Prezell, der NRW-Landesvorsitzende, getwittert. Sie haben auch von Merkels Mitschuld gesprochen, haben das ausführlich begründet. Nein, ich habe von einer vielschichtigen Mitverantwortung gesprochen. Und selbstverständlich haben Regierungschefs eine Mitverantwortung, gerade wenn sie Sicherheitsbehörden kleinsparen, wenn sie Kriegspolitik machen. Aber das, also ich meine, wir haben vorhin gesehen, in der Steuerpolitik, da gibt es also eine ganz massive Nähe von Frau Petri und Herrn Kauder, weil natürlich beide gegen Vermögens- und Erbschaftssteuer sind. Sollen wir uns jetzt hinstellen und sagen, ja gut, Herr Kauder, Sie sind AfD-nah. Ich finde, das ist einfach primitiv. Das ist keine kulturvolle Auseinandersetzung. Und ich wünsche mir, dass wir in der Sache uns auseinandersetzen. Ich glaube, die Menschen erwarten, dass wir auch über die Sache mal sprechen. Helena, Beschimpfungen hier Wahlkampf betreiben. Das hat ja Herr Tauber, hat ja übrigens auch hat ja zwei Personen dieser Runde in die AfD-Ecke gestellt. Herr Lindner hatte ja auch das Vergnügen, in der AfD-Ecke zu stehen. Also schließen wir wirklich keine sinnvolle atmosphärische Runde bitte mal ab. Die Frage ist tatsächlich, mit welchem Drive und mit welchem Tonfall und mit welcher Atmosphäre wir in dieses Wahljahr gehen. Twitter ist ein Stilmittel, nicht nur bei amerikanischen Präsidenten, sondern auch bei NRW-Landesvorsitzenden, bei einer Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei. Damit wird Politik gemacht und deswegen wird man auch darüber reden müssen, auch wie sie eingeordnet werden. Wir haben das gehört von Frau Petri, wir haben es gehört von Frau Wagenknecht. Sie drängt es zur Sache, Herr Lindner. Ja, ich finde, wir sollten in Deutschland mehr über die Probleme in der Sache sprechen, als sag ich mal, den Rändern Raum zu geben, die dann die Debatte bestimmen und ihr Tempo. Und in der Sache kann man auch ganz nüchtern sich ansehen, wo ist das Problem. Das Problem ist, wir haben kein Einwanderungsgesetz in Deutschland, das präzise unterscheidet zwischen Flüchtlingen, die wirklich bedürftig sind und die dann Schutz erhalten, aber nur auf Zeit. Und wer auf Dauer bleiben will, der muss sich darum bewerben, mit klaren Kriterien. Und wer weder die Kriterien erfüllt für dauerhaften Aufenthalt und nicht bedürftig ist, der muss sofort ausgewiesen werden. Da ist dann die Verantwortung der Bundesregierung, endlich robuste Rücknahmeabkommen mit Nordafrika zu beschließen. Wir kriegen alle die Kataloge für Urlaub in Tunesien, aber es ist immer noch kein sicheres Herkunftsland. Das kann man doch niemandem erklären. Die Grünen müssen ihren Widerstand dagegen einstellen, die sicheren Herkunftsländer dort zu beschließen. Das tun Sie doch. Herr Kretschmann, im Kopf zu halten, der Herr Lindner. Ich finde es gemein, dass Sie mich da jetzt unterbrechen. Lassen Sie doch die Grünen nicht so schnell aus der Pflicht. Ein bisschen Fairness. Sie sind doch gleich wieder dran, wenn Sie sagen, die Grünen blockieren das. Hören Sie auf mit der Blockade? Oder ist Herr Kretschmann, wie Herr Lindner sagt, irgendein Grüner? Wir Sie machen, nicht? Nein, ist er nicht. Er ist unser größter, großartigster Minister. Geben Sie die Blockade auf oder nicht? Es ist absurd, über die Frage einerseits Herkunftsländer und andererseits Sicherheit zu reden, weil jeder hier weiß, Sie haben es übrigens selber gerade gesagt, Herr Lindner, jeder hier weiß, der Herr Amri gehört zu denen, die in Abschiebehaft hätten gekonnt.
die sogar in Untersuchungshaft hätten gekonnt. Herr Amri hätte längst zurückgeführt werden können, und zwar völlig unabhängig davon, wie dieses Land eingestuft ist, aber abhängig davon, ob diese Bundesregierung, da sind wir uns ja sogar einig, ob diese Bundesregierung in der Lage ist, diese Rückkehrabkommen wirklich zu machen. Und ich habe nicht gesehen, dass irgendjemand aus der Bundesregierung da permanent auf der Matte steht. Und ich habe nicht gesehen, dass wirklich verhandelt worden ist. Ich hatte Lindner unterbrochen, der ist auch gleich wieder dran. Zeigen Sie uns doch mal, wir sind bei so einem Wahlcheck, bei dem ersten im Wahljahr. Was kann man von den Grünen erwarten? Vieles könnte einfacher sein. Sie haben Recht haben mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Aber vieles könnte einfacher sein, wenn diese Länder sichere Herkunftsländer wären. Herr Kretschmann sagt, lass uns das machen. Ist das der grüne Kurs oder ist es eine Minderheitenmeinung? Nein, das ist nicht der grüne Kurs, sondern das ist der Kurs von Baden-Württemberg. Aber ich sage Ihnen, ich mache alles mit, was tatsächlich hilft, mir Sicherheit herzustellen. Und also dazu gehört es, dass solche Gefährder auch tatsächlich überprüft werden und dass sie beobachtet werden. Es ist doch absurd, dass wir einen Top-Gefährder haben, Ich habe es bisher, glaube ich, haben wir es ganz gut hingekriegt, das der Reihe nach zu machen. Herr Lindner war dran. Wir stellen fest, Herr Kretschmann ist ein Teil der Grünen. Frau Göring-Eckardt macht alles mit, was sich als vernünftig herausstellt. Man weiß aber nicht, was das mit den Herkunftsländern, mit den sicheren Herkunftsländern macht. Schauen wir einfach auf die Taten. Entschuldigen Sie, Frau Göring-Eckardt, da, wo Sie regieren in den Ländern, ist überwiegend die Beschränkung der Bewegungsfreiheit von Gefährdern, die Rückführung, die Abschiebung, ein Fremdwort geworden. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Können wir gerne was Frau Göring-Eckardt, in Nordrhein-Westfalen tragen Sie die Regierung mit. Wir erleben, dass wir dort einen Innenminister haben, der es nicht möglich gemacht hat, Herrn Amri, der im Visier der Behörden war, festzusetzen. Es hätte alle rechtlichen Möglichkeiten dazu gegeben. Und dann sagt er danach noch, Ihr Minister, sagt er danach noch, wir sind an die Grenze des rechtsstaatlich Möglichen gegangen. Obwohl es alle Gesetze gegeben hat. Das ist verantwortungslos. Ich finde, unsere Gesetze müssen durchgesetzt werden. Wir wollen keine Totalüberwachung, aber die 500 Gefährder, über die muss der Staat viel wissen und ihre Bewegungsfreiheit einschränken. Da sind wir einig, das nehme ich mal als Stichwort. Ich hoffe, die Runde geht das mit, dass die Zusammenhänge im Fall Amri so kompliziert sind und es gibt jeden Tag was Neues, dass wir das auf einer gesicherten Faktenbasis noch nicht diskutieren können. Ich möchte es gerne hier nicht tun. Ich möchte etwas Ihnen vorspielen, dort drüben. Also wenn ich mir jetzt diesen Dreierausschnitt nehme, Oppermann, Wagenknecht, Göring-Eckardt, wenn wir über eine Sicherheitslage reden, wenn wir über Abschiebung reden, dann muss man auch über Koalitionen reden, in der sich Farben manchmal gegenseitig blockieren, manchmal aber auch verstärken. Zum Thema Abschiebehaft. Rot, Rot, Grün, Berlin. Jetzt hier im Bild hat einer von Ihnen dreien etwas auszusetzen an diesem Beschluss, Herr Oppermann. Ich halte diesen Teil der Berliner Koalitionsvereinbarung für falsch. Ich glaube, dass wir Akzeptanz für Asylrecht, für Schutz von politisch Verfolgten in Deutschland nur dann aufrechterhalten können, wenn wir schnell darüber entscheiden, wer ein Bleiberecht hat und wer schutzbedürftig ist, aber auch schnell darüber entscheiden, wer keines hat, und die müssen wir dann auch zurückführen. Sonst wird auf Dauer das Asylrecht in Deutschland nicht akzeptiert. Nochmal konkret auf diese Frage. Hatte einer was dazu zu sagen noch? Frau Wagenknecht? Ja, ich hätte da auch was dazu zu sagen, weil ich, egal ob man das jetzt richtig oder falsch findet, mit dem Fall Amri hat das nichts zu tun. Der hätte in Sicherungshaft genommen werden können. Das war ein nachweislicher Straftäter. Der hatte 14 Identitäten. Der hat Sozialbetrug in Größenordnung gemacht. Der hat mit Drogen gedealt. Also ja, es gab ganz viele Gründe, warum man den hätte inhaftieren können. Und das jetzt zusammen mit der anderen Frage zu verknüpfen, also ich finde, das ist einfach keine zielführende Diskussion. Die Frage war nur, was Sie zu diesem Beschluss sagen. Ist der zielführend oder nicht? Es ist völlig egal in der Konstellation, weil die Hälfte der Gefährder, die es in Deutschland gibt, die haben einen deutschen Pass. Die kann man gar nicht abschieben. Also deswegen ist es einfach unsinnig, das miteinander zu vermischen. Halten Sie diesen Beschluss, niemand hat das getan, ich habe das völlig wertfrei gestellt. Sie haben es doch aufgerufen in dem Kontext. Sie haben ihn hergestellt, da bestehe ich jetzt einfach drauf. Halten Sie diesen Beschluss für zielführend, für sinnvoll? Würden Sie den wieder so machen? Also ich kommentiere hier nicht Beschlüsse der Berliner Koalition. Punkt, Frau Göring-Eckardt. So, ich glaube, dass das der Kern dieses Beschlusses ist, was funktioniert eigentlich? Und wir haben ja gelernt, dass Abschiebung in diesen Fällen nicht funktioniert, weil es keine Rücknahmeabkommen gibt, was mich sehr aufregt. So.
freiwillige Ausreise hat in diesem Fall nicht funktioniert, weil die Bundespolizei ihn abgefangen hat. Wir haben noch 30 Sekunden, dann sind die Tagesthemen vergangen. Sagen Sie was zu dem Beschluss. Also, es geht ja um das Grundsätzliche. Wir können ja über den Fall Amri reden. Dazu hat Frau Wagenknecht gerade gefragt. Ich habe Sie gefragt, was Sie von diesem Beschluss halten. Deswegen würde ich gerne zu diesem Beschluss was sagen. Erstens, freiwillige Rückkehr funktioniert immer besser. Und dann wird es Leute geben... Freiwillige Rückkehr, das glauben Sie? Vielleicht können wir reden, warum die Leute überhaupt im Land sind. Die hätten gar nicht hier sein dürfen, weil es keine Flüchtlinge, sondern in vielen Fällen Migranten sind, Frau Göring-Eckardt. Das wissen Sie. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo Sie sich ja gut auskennen, sehen, wo die freiwillige Rückkehr von Menschen, die kein Asylrecht in Deutschland... Lassen Sie uns doch mal reden, dass unsere Grenzen gesichert werden, Frau Göring-Eckardt. Wo Menschen, die kein Asylrecht in Deutschland bekommen, auch zurückkehren, wenn sie dafür Unterstützung bekommen, etc. So. Und dann gibt es aber auch welche, die nicht freiwillig zurückkehren. Und bei denen, sage ich, kann auch Abschiebung angewendet werden. Und deswegen finde ich, dabei bleiben wir auch. Aber Vorrang hat, und das ist übrigens auch Gesetz. Das ist eine rot-rot-grüne Koalition in Berlin. Sie haben mich ja gefragt, wie das ist eine Hauptstadt. Und wie finden Sie es, damit ich es auch verstehe? Ist das ein? Ich habe gesagt, nochmal, freiwillige Rückkehr hat Vorrang und auch Hilfen dafür. Und dann gibt es welche, und die sitzen auch zum Teil in Deutschland, die werden keine freiwillige Rückkehr machen. Und dann ist Abschiebung und Abschiebung. Ist sowas in einen rot-rot-grünen Koalitionsvertrag reinzuschreiben, ist das sinnvoll oder nicht, wie es die Berliner rot-rot-grün gemacht haben? Ich habe gesagt, wie ich es machen würde. Also auf Bundesebene würde es so einen rot-rot-grünen Koalitionsvertrag nicht geben, in dem sowas drinsteht. Das kann ich heute schon sagen. Das ist eine unmögliche Formulierung. Schlicht, Punkt. Das kann man mit Nein beantworten. Dieses Asylrecht ist korrumpiert und Sie haben es alle zu verantworten. Ja, aber ich meine, der Ausgangspunkt war doch, dass wir über innere Sicherheit reden wollten. Jetzt so zu tun, als ob das jetzt sozusagen die Hauptgefährdung der inneren Sicherheit ist, dass Rot-Rot-Grün so eine Frage. Wir haben politische Beschlüsse, die vorliegen, genommen. Das ist das, an was wir uns als Journalisten halten können. Dass man dadurch und das haben wir auch getan. Vielen Dank. Ich glaube, wir sammeln gerade Stoff für eine neue Sendung und wir haben einigen Stoff für den Faktencheck morgen und sind jetzt bei den Tagesthemen mit leichter Verspätung bei Ingo Zamperoni. Aber Sie haben gesehen, ich habe mich bemüht. Herr Zamperoni, was ist Ihr Aufmacher heute? Wir blicken in die USA, Frank Plasberg. Befremdlich, widersprüchlich, besorgniserregend. Ein Trump-Interview hat Irritationen hier in Deutschland ausgelöst. Mehr zu den Reaktionen und darüber, was von seinen Ankündigungen zu halten ist. Gleich in den Tagesthemen. Mit Ingo Zamperoni. Ja, vielen Dank an Sie.